Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Tag 4, Kläppchen 4. Wird Zeit, da was aufzumachen. Erstmal vielen Dank für die positiven Zusprüche, die ich in den letzten Tagen bekommen habe. Für den Adventskalender. Ja, und will mich da auch wieder nicht lumpen lassen. Wir haben heute wieder ein schönes, großes Spiel dabei. Das wird nicht immer so der Fall sein. Aber heute haben wir es hingekriegt. Gestern hat die Carina eine tolle Rezension über das gleichnamige Spiel online gestellt. Und das ist das, was ich auch heute, hier verlosen will. Nämlich Yukon Airways könnt ihr heute gewinnen. Ein Spiel, was nicht ganz einfach zu spielen ist. Geht so ein bisschen in das Thema Optimierung hinein. Wir müssen eine Fluglinie steuern im Yukon-Gebiet. Das heißt, wir müssen über mehrere Runden halt optimale Züge planen. Da kommen uns blöderweise die Mitspieler auch noch in die Quere. Vorher Passagiere einsammeln, Maschinen ausbauen, sodass wir mehr Sprit zur Verfügung haben, eine bessere Flugreichweite dementsprechend produzieren können und. Also mir hat es sehr gut gefallen, aber hat einen gewissen Frustrationsfaktor, wenn es mal nicht so läuft. Also man muss ein bisschen stressresistent sein. Wenn ihr glaubt, ihr seid das, dann macht doch einfach mit und beantwortet mir bitte folgende Frage. Ich will ja da auch von profitieren hier bei YouTube. Dementsprechend gerne auch ein Abo hinterlassen. Vergesse ich immer zu erwähnen. Nein, aber die Frage, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Was würden euch für Themen für die Kolumne einfallen? Also was interessiert euch da? Worüber kann ich noch reden? Ich sammle ja immer weiter. Würde mich also interessieren, schreibt doch bitte in die Kommentare hinein Thema XYZ, also über was ihr gerne reden wollen. Und dann habe ich auch wieder einen weit breiteren Fundus für meine Kolumne. Also, das gibt es heute zu gewinnen. Tag 4, wie immer gilt, bis heute Abend müsst ihr beantworten. Antworten, die dann erst am nächsten Tag oder wann auch immer eingehen, werden dementsprechend nicht berücksichtigt. Und das Los wird dann hoffentlich den Glücklichen oder die Glückliche finden. Und ja, Bekanntgabe ist der 8. Dezember hier für die erste Tranche. Und wenn ich da schnell an die Adresse rankomme, dann dürfte es das Spiel definitiv auch noch vor Weihnachten geben. In diesem Sinne, macht's gut. Morgen, nicht zu vergessen, also gestern gab es die News, da könnt ihr auch gerne noch reingucken. Morgen gibt es nochmal Weihnachtsempfehlungen für den Kennerspielbereich und Expertenspielbereich. Und am Sonntag, wenn ich es hinkriege, gibt es dann noch die Monatsbox mit dem, was ich so in den letzten Wochen gespielt habe. Ja, und dann steht noch der 1200er, die Plätze 44 bis 34 aus. Ich hoffe, das wird dann aber erst Anfang der nächsten Woche passieren. Macht's gut, bis dann, euer Christoph, ciao. Achso, ein schönes Wochenende.